In der letzten Folge mussten wir 10 Stunden lang einen Turm suchen, den wir dann auch gefunden haben. Ich bin mir sicher, dass wir hier richtig sind. Ganz bestimmt. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Portalus 2. Mit Wheatley. Hallo, 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 hallo. Okay, hier geht's weiter? Ja, ich glaube schon. Keine Sorge, ich garantiere dir, wir sind hundertprozentig richtig. Oder auch nicht. Ja, ich glaube mal hier lang. Gibt's eine Ladezone vielleicht? Wie viele Kapitel hat das Spiel eigentlich? Wir haben jetzt schon 5 Kapitel, die Flucht. Wahrscheinlich kommt jetzt Kapitel 6 irgendwie, Bosskampf. Oder irgendwie sowas, kann ich mir vorstellen. Weil das fehlt ja noch. Ne, steht noch nichts da. Ja, wir schalten noch das Neurotoxin-Zeug aus. Wie weit geht denn das da runter? Das ist der Nervengiftgenerator. Er ist größer als ich dachte. Den können wir nicht einfach so umkippen. Jetzt ist Einfallsreichtum gefragt. Da oben ist so eine Art Kontrollraum. Da schauen wir am besten mal nach. Ladezone. Nein? Oh. Das ist unser Werk. Ich sollte nicht lachen, immerhin spürt sie Schmerzen. Oh, das Böse. Die werden da richtig geschreddert. Es tut mir leid. Aber ihr seid böse, ihr schießt uns ab. Die Tür ist verschlossen. Nein, nicht. Wer weiß, was die Tasse. Oh, die Tür ist offen. Gut gemacht. Was? Gute Neuigkeit. Ach so. Ich hätte nicht da, ich wusste gar nicht, ich wusste, okay. Der Alarm. Locker bleiben. Kein Problem. Da ist das. Ja, ich hack. Ein Stuhl. Oh mein Gott. Ein Stuhl. Ist der Stuhl jetzt weg? Lass die Spiele beginnen. Na schön, was haben wir denn da? Oder ist ein Laser? Ja, schön, dass ich da nicht hinschießen kann. Ah, jetzt. Identifiziert. Hier ist so ein komischer Kasten. Oh, muss ich vielleicht? Nee. Könnte von Bedeutung sein. Ah, da drüben. Halt ich mal im Auge, falls da irgendwas Wichtiges angezeigt wird. Komm ich da auch rein? Nö. Voll. Wo setze ich denn das zweite Portal? Hallo, Wheatley. Inclusion. Oh, hier. Riechst du Nervengift? Warte, die Nervengiftwerte gehen zurück. Was es auch ist, mach weiter damit. Warte, irgendwas stimmt nicht. Nervengift ist wieder rauf auf 50%. Nein, runter. Entschuldige, mein Fehler. Runter auf 50%. So ist es gut. Weiter so. Da, jetzt, zack. Okay, ich verstehe. Wir sägen sozusagen dieses Ding durch. Oh Gott. Sich in einem gefährlich untödlichen Bereich. Ich mach nix. Nur damit ihr das seht. Das Tor ist kaputt. Wir können direkt zu ihr durch. Okay. Ich kann nicht mehr. Komm schon. Wo denn? Los, wir müssen hier weg. Ach so. Tür. Weiter. Ja. Machen wir heute schon den Final Boss, Leute? Ich weiß es nicht. Ihr habt den Titel gesehen? Ich weiß es nicht. Für mich ist das Ganze blind, aber es ist cool. Ich zoom mal dran. Du bist mir direkt zu ihr gelangt, dass ich das noch erleben darf. Ich wusste, das macht Spaß. Die haben mir gesagt, das wäre total langweilig. Und ich habe das auch noch geglaubt. Ach, ich liebe es. Das ist spitze. Ja, cool ist es ja schon, so ein Ding. Rohrpost halt so. Würde ich auch gern so reinsetzen. So. Wir müssten bald da sein. Oh, ich bin so gespannt auf ihren Gesichtsausdruck. Kein Nervengift. Keine Türme, das wird sie umhauen. Warte, warte. Womöglich habe ich den nächsten Teil nicht bis zum Ende durchdacht. Ah, das ist die falsche Richtung. Tschüss, Wheatley. Okay, ja, wer hat denn gesagt, dass ich da jetzt alleine kämpfen will? Okay. Ja, gut.
Und jetzt wieder Botanik. Ja. Das sieht schon gut aus für 2014 oder 15. Wann kam das Spiel? Ich hab Höhenangst. Nee, nee, lieber nicht. Da ist die Tür, die sich nicht öffnet. Gladys Emergency. Nein! Ich glaube wirklich nicht, dass du darauf reinfällst. Nein! Tatsächlich wartet nach diesem Kinderspiel eine noch viel größere Herausforderung auf dich. Hätte ich gewusst, wie leicht man dich ködern kann, hätte ich ein Stück Speck an einem Seil von der Decke hängen lassen. Nein. Oh doch! Ich hab. Das war wirklich reizend. Aber jetzt kommen wir zur Sache. Beide Portale sind weggemacht. Hast du hoffentlich mehr zu bieten als eine Portalkanone. Andernfalls bist du die längste Zeit der Präsident des Clubs der Lebendigen gewesen. Haha. Oh, Gänsehaut, da ist Gladys. Mach's gut. Ha! Nein, ich will Gladys sehen. Natürlich hier rumsitzen und einander anstarren, bis jemand tot umfällt. Aber ich habe eine bessere Idee. Dein alter Bekannter, tödliches Nervengift. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt für eine Weile die Luft anhalten. Oh, Wheatley! Ich hab dich! Ich hasse dich so sehr. Warnung, zentraler Kern zu 80% beschädigt. Ich hab dich, Wheatley. Ich fühle mich gar nicht defekt. Ich fühle mich sogar ziemlich gut. Alternative Kern entdeckt. Oh, die sprechen über mich. Schließen Sie den Ersatzkern an, um den Kerntransfer einzuleiten. Was? Kerntransfer? Du machst wohl Witze. Wir machen einfach, was da steht. Schließ mich an. Ersatzkern akzeptiert. Ersatzkern, bereit für den Transfervorgang? Jawoll. Beschädigter Kern, bereit für den Transfervorgang? Das verfolgt mich. Oh ja. Nein. Das dreht sich in meine Richtung. Transfervorgang kann nicht fortgesetzt werden. Ja. Außer ein Hard-Mitarbeiter ist vor Ort, um die Hand-Auflösungstaste zu drücken. Lass mich drin. Drück einfach drauf. Tu es nicht. Ja, los, mach es. Drück nicht den Knopf, nicht so schnell. Denk darüber nach. Nur autorisierte Personen dürfen diesen Knopf drücken. Du bist nicht berechtigt dazu. Hör nicht auf sie. Du hast keine Berechtigung dazu. Aber du hast etwas viel Wichtigeres. Nämlich einen Finger. Und damit drückst du den Knopf. Dann kannst du... Nein! Täuscht Autorisierung vor. Das kommt auf die Liste deiner Zuwiderhandlungen. Ich hab's. Hat gelöst. Zurück zur Kerntransferstation. Los geht's! Warte, und wenn das wehtut? Wenn das richtig wehtut? Oh, daran habe ich nicht gedacht. Oh, glaube mir, das wird es. Sagst du das jetzt nur so oder tut das wirklich weh? Das sagst du nur so, oder? Du willst nur, ich meine, das tut wirklich weh, oder? Wie schmerzhaft genau wird es? Ah! Hände weg von mir! Nein! Stopp! Nein! Nein! Das war der Bosskampf. Warum habe ich ganze 75 Cent in dieses Spiel investiert? Kann ich das Spiel da reinschmeißen? Oh, ja, der Fahrstuhl, den rufe ich jetzt. Ja. Fahrstuhl kommt. Ich glaube nicht, dass es das war. Wie klein du doch aussiehst da unten. Ich kann dich kaum erkennen. So unwichtig und bedeutungslos. Ich habe immer gedacht, wie cool es wäre, wenn ich das alles kontrollieren könnte. Und man, ist das cool. Hast du das gesehen? Ich bin ein verdammtes Genie. You are using this translation software incorrectly. Please consult the user manual. Was habe ich da gerade gesagt? Egal, ich kann es abrufen. Oh, tut mir leid, der Fahrstuhl. Ich bin so vergesslich. Dieser Körper ist einfach nur eine Wucht. Unfassbar, wie klein du bist. Ich bin riesig. Sag mal, warum müssen wir auch
ausgerechnet jetzt von hier abkommen? Ey, nein. Weißt du eigentlich, wie gut sich das anfühlt? Ich war das. Der winzig kleine Weekly hat das gemacht. Es war alles ihre Schuld. Du hast nichts getan. Ach echt, das glaubt ihr zwei also? Dann muss ich wohl was unternehmen. Was tust du da? Nein. Achso, ich komme ja auch nicht raus. Freu dich mal nicht zu früh, junge Dame. Weißt du, was du bist? Egoistisch. Was ich alles geopfert habe, um uns hierher zu bringen. Und was hast du gemacht? Nichts. Nada. Du kommandierst mich nur rum. Und jetzt? Wer ist jetzt hier der Boss? Wer ist der Boss, hä? Das bin ich. Ah! Siehst du? Das ist eine Kartoffelbatterie. Ein Kinderspielzeug. Jetzt lebt sie darin. Entschuldige, was? Die Techniker wollten unbedingt, dass ich mich benehme, langsamer werde. Einmal haben sie mir sogar einen Intelligenzdämpfer eingesetzt. Er hat sich wie ein Tumor an meinem Kern festgesetzt und einen Endlosstrang dummer Ideen erzeugt. Nein, ich höre gar nicht zu. Es war deine Stimme. Nein, nein, du lügst, du lügst. Kann ich da das aufheben? Nee. Das war nicht der Final Boss. Wir haben den Final Boss selber gerade zusammengesetzt. Och, Wheatley. Ach, komm. Ich hatte Vertrauen in dich. Wie das Ganze weitergeht, sehen wir, so wie es aussieht, beim nächsten Mal. In der Hoffnung, wir können Wheatley schnell besiegen. Schaltet auf jeden Fall wieder ein und verpasst nicht die nächste Folge.